Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute schauen wir uns ein Fahrradlichtset an. Das kann man bei jedem Fahrrad schön nachrüsten. Eine schön helle LED soll hier drin stecken. Cree High Brightness LED Light. Wieder aufladbar via Micro-USB. Also keine Batterien, die man hier einsetzen muss. Und das ist ein Set aus Vorderlicht und aus Rücklicht. Und ich glaube, da ist noch ein kleines Goodie mit dabei. Schauen wir einfach mal rein. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal das Vorderlicht. Das sieht, sieht ganz nett. Kann man das? Das ist ja interessant. Okay, das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht, dass das hier so abgeht. Wie geht es denn wieder drauf? Also, na, egal, ich erkläre es mal direkt. Hier kann man das Teil aufladen. Das hier ist ein USB-Stecker und kann man überall reinstecken in einen USB-Ladegerät von eurem Handy. Ich hol mal schnell eins. So, da bin ich wieder. Also ich habe hier mal so ein ganz normales Ladekabel vom iPhone und da sollte das dann problemlos reinpassen. Kurz gucken, hier rum muss es denn? So rum muss es. Jo, passt. Und dann kann man das in die Steckdose stecken oder ihr macht natürlich ein Kabel noch dran oder steckt es in den Computer rein und so könnt ihr das Teil aufladen. Wie viel Akku ist denn hier drin? 1200 mAh stecken hier drin und so kann man es dann aufladen. Und wenn man fertig ist, einfach nochmal hier den Deckel, so rum muss er drauf, hinten drauf und dann ist das ganze Teil geschützt. Einen Button auf der Oberseite haben wir, da kann man das Teil dann anschalten, leuchtet auch schön mit. Und jetzt wird es hell. Achtung, bupp, da haben wir das Lichtchen. Einmal ganz normales Dauerlicht. Was haben wir noch? Ein bisschen ein dunkleres Dauerlicht. Blinkelicht und ein langsames Blinkelicht. Jawohl, das war's. Also, befestigt wird das Ganze, sieht man hier, ganz simpel mit so einem Gummi um den Lenker rum. Und dann kann man das schön festziehen und dann flexibel einstellen. Also, das ist die Nummer 1. Ah, übrigens, Material. Aluminium. Das hier ist schön aus Aluminium gemacht, wirkt von daher auch recht hochwertig, also auf jeden Fall stabil und fühlt sich ganz gut an. Also Nummer 1, das war das Licht für vorne, aber hier sollte auch noch mehr drin stecken. Und hier haben wir das Rücklicht. Sieht ziemlich unscheinbar aus erstmal. Hier mit so einem Clip. Müssen wir nochmal schauen, wie es befestigt wird. Auch das wird aufgeladen, aber nicht über normalen USB, sondern unter der Klappe haben wir hier einen Micro-USB-Port. Da lädt man dann das Rücklicht wieder auf und hier vorne ist ein Button dran. Da kann man es dann einschalten. Also ein hektisches Blinkelicht, ein weniger hektisches Blinkelicht und ein, noch ein anderes. Ja, also der blinkt wohl immer. Da gibt es kein Dauerlicht, sondern da könnt ihr euch nur aussuchen, wie hektisch das Ganze sein soll. Wird man natürlich auch besser gesehen, wenn da noch eine Bewegung drin ist. Aber wie mache ich das Teil denn jetzt hier ans Fahrrad dran? Ich denke mal, jawohl, auch hier mit so einem Gummiband, dass man dann einfach einmal hier durchstecken, denke ich. So, und dann macht man das einmal so, dann nochmal durch und macht es einfach hinten um die Sattelstange zum Beispiel. Und dann hat man hier ein schönes Rücklicht. Komme gedrückt halten und das Teil schaltet nochmal aus. Aber hier ist noch mehr drin, Freunde. Was haben wir denn hier noch? Wir haben eine Signalpfeife. Ich probiere sie mal aus. Haltet euch die Ohren zu. Jo. Funktioniert auf jeden Fall, ob man das jetzt braucht. Naja, wenn ihr mal im Graben liegt und könnt nicht mehr schreien, dann pfeift ihr in die Pfeife rein. Wir haben noch ein USB-Kabel auf Micro-USB zum Aufladen hier von unserem Rücklicht. Und das hier, das ist was Cooles, da freue ich mich echt drauf, wie das nachher optisch wirkt. Zwei Teile haben wir noch. Und das sind, wie nennt man das? Beleuchtung für die Felgen sozusagen. Denn das hier schraubt man auf die Ventile, auf den Reifen drauf. Hier hat man so ein kleines Ventil dran. Wenn ihr aber größere Ventile dran habt, dann könnt ihr das hier so abschrauben, habe ich schon gesehen. Und habt dann hier ein größeres Gewinde. Und das kommt dann auf die Ventile, steckt dann logischerweise auf der Innenseite eures Rades. Und wenn ich es jetzt hier mal aufmache, sind hier... Also hier seht ihr, hier ist eine kleine Feder, da ist natürlich eine LED drin und hier sind die Batterien drin.
Ups, na los, kommt raus. Also so kleine Knopfzellen, da war noch so eine Abdeckung, dass die nicht schon den Strom verlieren. Und wenn ich das jetzt hier mal wieder zuschraube und die Teile bewegen sich, also die reagieren nur, also oder was heißt die reagieren nur, die emittieren nur Licht, wenn auch eine Bewegung ist, da ist also ein kleiner Bewegungssensor drin. Und ich werde das mal hier gleich simulieren, ich mache mal etwas dunkler. Könnt ihr sehen, dann fängt das hier an zu leuchten, wenn ich hier hin und her schüttele. Und ihr könnt euch das vorstellen, im Rad, wenn sich das dreht, ist das ein ganz, ganz toller Effekt dann im Dunkeln. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Ab nach draußen. Kommt mit! Und da werden wir schon Lichtchen eingeschaltet und ihr seht, das wird wirklich schön hell, das Frontlicht. Bei mir stören die Kabel hier an dem E-Bike ein bisschen. Ich konnte das nicht so optimal einstellen, aber beim normalen Fahrrad hängt da ja nicht so ein dicker Kabelbaum davor. Von der Helligkeit aber toll. Hält auch wirklich gut mit diesem Gummiband, da gab es also gar keine Probleme. Damit habt ihr einen schön ausgeleuchteten Weg und könnt problemlos durch die Nacht fahren. Also Frontlicht, sage ich, schöne Sache, gefällt mir. Hier mit der Rückleuchte hatte ich ein kleines Problemchen, aber insgesamt, das wird auf jeden Fall schön hell, kann man hier sehen. Auch diese seitliche Beleuchtung an den Felgen, ja, schön, oder? Auf jeden Fall wird man besser gesehen und der Effekt ist doch ein ganz netter. Wie lange jetzt diese Batterien, diese Knopfzellen halten, die da drin sind, ist so eine Frage. Vor allem, man kann es leider nicht ausschalten. Also die leuchten dann auch bei Tag weiter und dann muss man eben die Knopfzellen wechseln. Aber rein vom Effekt her, es war ja eine Zugabe, sag ich, gefällt mir. Sieht schön aus und hier sieht man nochmal das Rücklicht. Da hatte ich ein kleines Problem, denn bei meiner ersten Lieferung hatte das einen Wackelkontakt. Das heißt, das war irgendwann aus, dann ging es mal wieder an. Da war irgendwas nicht in Ordnung, aber der Hersteller hat mir noch eine zweite Lieferung geschickt und mit der war dann wirklich alles okay gewesen. Rücklicht funktioniert also auch, habe ich nur eine schlechte Lieferung erwischt, kann ja mal vorkommen. Aber insgesamt finde ich, ist das hier ein sehr schönes Beleuchtungsset für euer Fahrrad. Und bitte packt euch auch Lichter an eure Bikes dran. Ich sehe immer so viele, auch im Winter oder generell, diese Mountainbikes und alles, die haben ja von Hause aus nichts mehr dran. Und dann fahren die Leute da im Stockdunkeln ohne Beleuchtung durch die Walachei. Das ist einfach viel zu gefährlich. Also packt euch Lichter dran, kostet nicht die Welt. Den Link findet ihr hier unten in meiner Videobeschreibung. Und dann haben alle eine gute Fahrt, auch bei Nacht. Und das war's, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hi, ich bin Luis und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Mi AppleCat Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los! Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.